Wenn man über Träume nachdenkt, dann stellt sich am allerersten eine Frage, und zwar, wieso können wir überhaupt träumen? Es ist bewiesen, dass im Gehirn ein Enzym, ein Stoff freigesetzt wird, der das gesamte Gehirn dazu bringt, Halluzinationen zu erleben. Viele Leute lieben es, wenn sie träumen können. Weil Träume etwas Besonderes sind. Es sind besondere Situationen, die sie selber erleben wollten. Und so gibt es auch eine Möglichkeit, am Tag zu träumen. Und zwar mit der Hilfe von Dimethyltrypartimin. Dies ist eine Droge, welche eine leicht veränderte Form des Stoffes in unserem Gehirn ist. Diese Droge verursacht traumähnliche Halluzinationen. Das heißt, Halluzinationen, die man eigentlich nur im Traum hat, können durch diese Droge auch im wahren Leben entstehen. Sozusagen ist man hellwach, doch hat ein und dieselben Halluzinationen wie auch im Traum. So schön das allerdings auch klingen mag, macht diese Droge unglaublich abhängig, ist illegal und stark schädlich für den Körper. Eine Randgruppe von Träumen sind sexuelle Träume. Denn viele Menschen haben nachts Träume, in denen sie sexuelle Handlungen ausführen, sprich in denen sie Sex haben. Diese Träume kommen fast täglich vor und das sowohl bei Frauen als auch bei Männern, und zwar im gleichen Maße. Nun allerdings das Besondere an der Sache. Männer können in dieser Zeit auch in der realen Welt eine Erektion bekommen. Doch beim Mann bleibt es nicht bei einer. Denn Menschen träumen pro Nacht 3 bis 7 Träume. Und pro Nacht kann ein Mann bis zu 20 Erektionen kriegen. Das bedeutet, ein Mann kann bis zu 140 Erektionen in einer Nacht bekommen. Bei Frauen ist das nicht so auffällig. Blinde Menschen sind auch in der Lage zu träumen, trotz ihrer Behinderung. Allerdings träumen blinde Menschen anders als Nicht-Sehbehinderte, denn sie träumen nicht mit visuellen Eindrücken, sprich sie sehen auch in ihren Träumen nichts. Allerdings können sie ihre Umgebung hören, denn während bei normalen Menschen sich alles im Traum um das Sehen dreht, halt nur um visuelle Eindrücke, hören, fühlen und riechen blinde Menschen das Geträumte. Dabei ist der Hörsinn das meistgenutzte. Allerdings muss man dabei eine Sache erwähnen, denn nicht sehen zu können bedeutet nicht, dass sie keine Albträume haben können. Tatsächlich haben blinde Menschen 40% mehr und intensivere Albträume als sehende Menschen. Viele blinde Menschen haben deswegen auch Angst, nachts schlafen zu gehen, weil diese Träume ihnen wirklich seelische Schmerzen bereiten können. Bis heute ist nicht geklärt, wieso das so ist. Es gibt etwas, das man einen Zeitreisetraum nennt. Viele Traumfakten, die ich vorstelle, haben etwas mit einem luziden Traum zu tun, also einem Traum, den man steuern kann. Und dieser Traum, den ich ja schon in der letzten Folge vorgestellt habe, bietet einem so viel mehr Möglichkeiten, als man eigentlich erwartet. Man kann nicht einfach nur im Traum frei rumgehen und sich vielleicht ein Eis in die Hand zaubern. Wissenschaftler meinten, dass in luziden Träumen, dass wenn du es dir vorstellen kannst, du es auch tun kannst. Einer der beeindruckendsten Möglichkeiten in einem luziden Traum ist ein Zeitreisetraum. Ein Zeitreisetraum ermöglicht dir, in deine Vergangenheit zu reisen und Erlebnisse aus beispielsweise deiner Kindheit so weit zu erleben, wie dein Gehirn sich erinnert. Für alle, die bereits luzides Träumen beherrschen, also die bereits ihre Träume steuern können, sollte es wichtig sein, zu wissen, wie man diese Zeitreise hinbekommt. Es gibt 3 Methoden, womit das am besten möglich ist. Die erste ist, dass man in seinem Traum eine Zeitmaschine bauen soll. Dies klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, doch es reicht, wenn du dir eine einfache Kiste vorstellst und dir denkst, dass sie eine Zeitmaschine ist. Wenn du diese Kiste dann nun benutzt, wird es funktionieren und du wirst in der Zeit zurückreisen können und in deine Vergangenheit. Die zweite Methode ist eine Türenmethode.
Man muss sich vorstellen, dass vor allem eine geschlossene Tür existiert. Und man muss denken, dass hinter dieser geschlossenen Tür eine andere Zeit lauert. Das bedeutet, sobald du durch diese Tür gehst, wirst du sozusagen in eine andere Zeit teleportiert. Dann musst du nur noch die Tür öffnen und durchschreiten und wirst Erlebnisse aus deiner Kindheit wieder erleben. Nun gibt es noch eine dritte Methode. Und das ist vielleicht die einfachste von allen. Denn für diese Methode muss man vor dem Schlafengehen intensiv an die Zeit denken, in die man reisen will. Das bedeutet, ihr wollt zum Beispiel in die Zeit, wo ihr 5 wart. Dann müsst ihr an alles denken, woran ihr euch aus eurem 5. Lebensjahr erinnert. Wenn ihr dann einschlaft, habt ihr eine gute Chance, dass ein luzider Traum euch in diese Zeit bringen wird. Wenn man träumt, gibt es etwas, das recht gruselig ist. Und zwar geht dieser Fakt jetzt um Gesichter. Wenn man träumt und man träumt von Menschen, dann sieht man Gesichter. Aber diese Gesichter sind nur Gesichter von Menschen, die man schon mal gesehen hat. Dazu gehören sowohl Gesichter von Personen, die du bereits kennst, also Familienmitglieder, Freunden und so weiter, als auch Gesichter, die du nur beiläufig mal gesehen hast. Es reicht schon, wenn du beim Bäcker immer wieder den Bäcker ins Gesicht siehst oder wenn du in irgendeinem Film eine Person gesehen hast. Dieses Gesicht kann dann auch in deinem Traum vorkommen. Kommen wir nun zum gruseligen Part dieses Fakts. Denn auch wenn du keine fremden Gesichter dir vorstellen kannst, kannst du dir fremde Menschen vorstellen. Stell dir folgendes Beispiel mal vor. Du sitzt im Bus neben einer Person, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und dein Traum wird dich davon abhalten, das Gesicht dieser Person zu sehen. Das heißt, wenn du deinen Traum ganz normal haben wirst, wirst du nicht möglich sein, das Gesicht dieser fremden Person zu sehen. Wenn du nun aber einen steuerbaren Traum hast, also einen luziden Traum, dann kannst du dich dazu bringen, in das Gesicht der Person zu gucken. Allerdings wird diese Person kein Gesicht haben. Du wirst entweder eine Person sehen, die ein Gesicht hat von einem deiner Familienangehörigen oder einem deiner nahestehenden Freunde, oder du wirst ein blankes Gesicht sehen, also ein Gesicht, wo die Haut scheinbar über ihr gesamtes Gesicht gezogen wurde. Kommen wir nun zum letzten Fakt in diesem Video. Und das ist ein Rückfalltraum. Es gibt etwas mit dem Namen Rückfalltraum. Dies ist ein Effekt, der sehr beeindruckend ist. Ebenfalls hierfür ist die Voraussetzung ein luzider Traum, also ein steuerbarer Traum. Denn wenn man so einen Traum hat, also einen Traum, den man selbst steuern kann, kann es vorkommen, dass man nur sich bewegen kann, aber der Traum ganz normal abläuft. Das bedeutet, du bist nicht immer in der Lage, den Traum so zu verändern, wie du willst, sondern nur manchmal in der Lage, dass du dich bewegen kannst, wie du willst. Sozusagen wirst du zum Schauspieler, der machen kann, was er will, aber der Traum läuft weiter ab, wie ein Film, den du nicht anhalten kannst. Nun musst du dir vorstellen, dass du zum Beispiel einen ganz schrecklichen Albtraum hast und du weißt, dass gleich etwas passieren wird. Du siehst entweder, wie jemand dich verfolgt oder denkst, dass du gleich aus dem Flugzeug abstürzt. Und nun musst du dir denken, dass du gerne aufwachen willst. Es gibt nun einen ganz einfachen Trick, wie man das bewerkstelligen kann. Und zwar muss man sich, während man träumt, nach hinten fallen lassen. Das heißt, man muss einfach nach hinten umkippen und versuchen, mit dem Rücken auf den Boden aufzuschlagen. Nun aber das Besondere hier dran. Es gibt die Chance, dass nach dem Fallenlassen man aufwacht. Dies ist das, was man wahrscheinlich versucht. Allerdings könnte auch etwas anderes passieren. Und zwar, dass wenn man zurückfällt, nicht aufwacht, sondern nur einen neuen Traum startet. Sozusagen fällt man aus dem alten Traum raus und dann in einen neuen rein. Und diesen Traum, in den man reinfällt, kann man dann wiederum ebenfalls steuern. Wenn man dann aufwacht, hat man eine gute Chance, sich an diese beiden Träume zu erinnern. Das bedeutet, wenn dir ein Traum nicht gefällt, kannst du einfach, indem du dich nach hinten fallen lässt, diesen Traum beenden und damit dann einen neuen Traum starten. Es gibt allerdings auch noch eine dritte Möglichkeit, die passieren kann. Etwas, das man einen falschen Traum nennt. Dies ist ein Traum, der unglaublich real wirkt, es aber nicht ist. Und zwar kann es passieren, dass man nach dem Zurückfallen in seinem Bett aufwacht.
Man denkt, man ist gerade aufgewacht und nun wieder in der realen Welt und der Traum ist vorbei. Doch während du in deinem Bett sitzt und das denkst, bist du nur in einem weiteren Traum. Für deinen Körper wirkt es komplett real. Doch tatsächlich träumst du einfach weiter. Viele Menschen realisieren das gar nicht erst, weil sie sich sofort wieder schlafen legen. Doch auch wenn man danach wieder aufwacht, kann man noch tun, was man möchte, da man auch diesen Traum steuern kann. Also, wenn ihr es beherrschen könnt, die luziden Träume, dann könnt ihr alles tun, was ihr euch nur vorstellen könnt. Viel Glück!